Servus! Dem Fremden außergewöhnlich, dem Einheimischen ein seit Jahrzehnten gewohntes Bild, das sich im thüringischen Gebiet rings um Ronneburg bei Gera bietet. Der Straßenverkehr in diesem Industriegebiet ähnelt dem einer sich weithin erstreckenden Großbaustelle. Bis zu 70 Meter hoch recken sich Fördertürme und Fördergerüste empor, Wahrzeichen untertägigen Bergbaus. Hier also ist die Wismut zu Hause, ein großer Industriezweig mit 40-jähriger Tradition und Tausenden von Werkleuten. Es ist die Zeit des Schichtwechsels. Die Bergleute sind in Eile, denn zur Seilfahrt heißt es pünktlich sein. Dieser nicht mehr ganz junge Mann, rechts, heißt Heinrich Gareis. Er leitet eine Brigade. Wir werden ihn auf seinem Weg zur Seilfahrt begleiten und ihn noch näher kennenlernen. Die Straßenkleidung hat Heinrich in einem anderen Teil der Kaue ausgezogen. Hier in der Schwarzkaue legt er die Arbeitskleidung an. Das ist die Lampenstation. In ihr wird das Grubengeleucht aufbewahrt, gewartet und nach jeder Schicht aufgeladen. Wie Helm und Geleucht gehört auch der Selbstretter zur Ausrüstung eines jeden Bergmanns. Er dient der vorbeugenden Sicherheit. Keiner hat es nötig, das Frühstück von zu Hause mitzubringen. Dafür sorgt der Betrieb in allen drei Schichten. Nun befinden wir uns auf der Hängebank. Von hier aus geht es in die Grube. In wenigen Minuten werden diese Männer auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen sein. Der Weg aber, ein Bergmann zu werden, der nimmt seinen Anfang an der Betriebsschule Dr. Theodor Neubauer in der Bezirksstadt Gera. Wie in jedem anderen Beruf braucht man theoretische Kenntnisse. Ein Bergmann muss schon einiges wissen, bevor er dem Berg seinen Willen aufzwingen kann. Da gibt es zum Beispiel die Geologie, mit der man sich Kenntnisse um die Lagerstätte erwirbt und befähigt wird, die geologische Situation in der Grube vor Ort richtig einzuschätzen. Im Fach Bergbautechnologie lernt man die verschiedenen Technologien kennen, Verfahren, wie dem Gebirge und seinen Schätzen zu Leibe gerückt wird, und zwar so, dass der Bergmann gesund bleibt dabei. Oberstes Gebot aller Arbeit im Schacht. In der Bergmaschinentechnik geht es um die Meisterung der Technik, die in vielgestaltiger Form dem Bergmann zur Verfügung steht, damit er mit ihr hohe Leistungen bringen kann, auf effektive Weise. Gleich in welchen Unterrichtsfächern, die Vermittlung theoretischen Wissens wird stets eng mit der bergbaulichen Praxis verbunden. Von trockener Schulbuchweisheit kann keine Rede sein. Und die Lehrkräfte, das darf man mit gutem Gewissen sagen, sind erfahrene, gebildete Fachleute, die auch das Herz für junge Leute auf dem rechten Fleck haben. Mittagspause. In unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes, keinen Steinwurf weit, wird für das leibliche Wohl der Lehrlinge gesorgt.
Eine Großküche, die sehr früh am Morgen öffnet, in der es zu Mittag 4 bis 6 Wahlgerichte gibt und die abends noch fürs Sattwerden der jungen Leute da ist. Kraftsportübungen sind Teil des Sportunterrichts, denn Kräfte brauchen sie schon, die künftigen Facharbeiter für Bergbautechnologie. Es sind einige hundert Lehrlinge, die an der Betriebsschule in Gera ausgebildet werden. Viele von ihnen kommen von weit her und sie haben im schuleigenen Internat ein zweites Zuhause gefunden. Meist wohnen die jungen Leute zu zweit auf einem Zimmer, betreut und beraten von Erziehern, die ihnen Väter sein könnten. Und nicht wenige waren selbst Bergleute. Freizeit verbringt jeder nach seinen Bedürfnissen und seinem Geschmack. Da trifft man sich in der selbstverwalteten Heimgaststätte, beteiligt sich an Zirkeln oder beschäftigt sich im Computerkabinett. Das gemischte Orchester hat nicht nur einen guten Ruf, es hat auch den Vorteil gemeinsamer Erlebnisse mit Freunden. Ganz natürlich, dass der Joscha Peters Sorgen und Freuden kennt und Frank von Jewgenis Heimweh weiß. Die Liebe zum Tanz, wenn nicht sogar mehr ist es, die zu solcher Art Freizeitgestaltung führt. Und wer das nicht mag, der geht eben zur Disco im Club der Schule oder anderswo. Schließlich ist man jung. Auch Disziplin gehört zu den Grundeigenschaften eines Bergmannes. Also Schluss für heute. Morgen heißt es frühzeitig wieder den Pflichten der Lehre nachgehen. Es kommt mir hier darauf an, dass also das parallele Bohren, also das heißt, in Aufwärmungsrichtung die Lafetten angesteuert werden. Ein paar tüchtige junge Burschen sind uns schon mehrfach aufgefallen. Wir begegnen ihnen im übertägigen Ausbildungskomplex wieder, wo sie Bekanntschaft mit der Technik des Bergmanns machen. Unter Anleitung bergbauerfahrener Lehrmeister lernen sie die Bohrwagen kennen, trainieren ihre Bedienung und sie beschäftigen sich mit der Wartung und Instandhaltung. Das war eine sehr gute Ausführung der Übung. Sie erlernen auch den Umgang mit den verschiedenartigen Lade- und Fördermitteln, dem Schrapper zum Beispiel, und dem druckluftgetriebenen Bunkerlader. Was im Training gelernt wird, was sitzt an Kenntnissen und Fertigkeiten, das zahlt sich im besten Sinne dann in der Grube aus.
Schließlich ist man mit all dem, was im Schacht gebraucht wird, vertraut und befähigt, diese Tätigkeiten unter Tage vor Ort auszuführen. Seilfahrt. Für Heinrich Gareis, der übrigens Held der Arbeit ist und die Männer um ihn, gewohnter Alltag. Unzählige Male schon hat sie der Förderkorb sicher in die Tiefe des Berges getragen. Der Bergleut, der erste Weg im Füllort, führt zu einem kleinen, fast unscheinbaren Gerät. Mit ihm wird elektronisch registriert, wer ein- und ausgefahren ist. Der Mannschaftszug steht schon bereit. Pünktlich, die Uhr kann man danach stellen, rollt der Zug dem Grubenfeld zu. Von Metropa kann nicht die Rede sein und geräumig sind die Wagen auch nicht, aber man kommt mit ihnen schnell und sicher zum Ziel. Und bequemer als zu Fuß. Wer läuft in der Grube schon gern einen, zwei oder gar mehr Kilometer? Die Brigade Gareis ist benötigt zur Halbzeit 20 Vorderhunde, kümmert dich später drum. Klick auf. Das ist der Steiger, ein Bergingenieur. Von ihm erhält unser Brigadier zu Schichtbeginn die ersten Instruktionen. Im Verlaufe der Schicht wird man sich vor Ort wieder verständigen, denn der Steiger befährt alle Orte, muss jeden seiner Bergmänner mindestens einmal aufgesucht, gesehen und gesprochen haben. Heinrich Gareis organisiert den Arbeitsablauf. Jeder muss wissen, was er die Schicht über zu tun hat und worauf besonders Acht zu geben ist, damit keiner zu Schaden kommt. Auch die uns bekannten Lehrlinge haben ihren Ausbildungsplatz erreicht und nach gründlicher Einweisung ihre Arbeit begonnen. Sie arbeiten im Streckenvortrieb und sind damit beschäftigt, das Haufwerk abzufördern. Den Wurfschaufellader, eine druckluftgetriebene Lademaschine, beherrschen die Lehrlinge schon recht gut. Und ihr Lehrmeister muss nur noch ab und zu ein paar Hinweise geben. Unsere Brigade ist im Abbau eingesetzt, dort wo das Erz gewonnen wird. Da gibt es Arbeiten, die verrichtet man allein, in Ruf und Sichtweite von seinem Kumpel. Beim Berauben zum Beispiel, wie der Bergmann das Sichern der Firste und Stöße gegen Steinfall nennt. Und es gibt Arbeiten wie das Ausbauen, bei denen zwei Männer ordentlich zupacken müssen. Das Ort ist inzwischen vorschriftsmäßig gesichert, nun kann es abgebohrt werden. Ein zweiarmiger Bohrwagen wird eingesetzt, speziell für den Abbau konstruiert. Er hat Übung darin, der junge Facharbeiter.
Mühelos, fast spielerisch bedient er die Maschine, getrennt von den Vibrationen der beiden Bohrhämmer. Über 30 Bohrlöcher müssen 2 Meter tief eingebracht werden. Etwa 2 Stunden später. Die abgebohrte Scheibe wird mit Sprengstoff und Zündmitteln geladen. Sprengstoff. Das hört sich gefährlich an. Aber die Sprengladungen gehen erst dann los, wenn ein kraftvoller Stromstoß in die Zünder geleitet wird. Und das geschieht fernab jeglicher Gefahr an der Zündstelle. Übrigens, Schlagwetter und andere Explosionen sind dem Wismut-Bergmann fremd. Und gesprengt wird, wenn alle Bergleute ihre Betriebspunkte verlassen haben. Das unterliegt einer strengen Kontrolle. Sind die Durchgänge geprüft, genügt ein Knopfdruck und die Sprengung wird ausgelöst. Die bergmännische Arbeit hat eine nur ihr eigene Romantik. Man kommt nach der Sprengung vor Ort, bestaunt seinen Abschlag, feuchtet zur Staubbekämpfung die Stöße und Fürste und das Haufwerk an und sagt sich: Uralt ist die Mutter Erde. Aber ich, nur ich bin der Erste, der dieses Stück unserer Erde betritt. Keiner vor mir war hier. Und das wird morgen wieder so sein und übermorgen und alle Tage. Bei aller Romantik aber, es geht um den Plan und der verlangt, dass das Erz abgefördert wird. Heinrichs Brigade macht das mit dem Bunkerlader. Rolle nennt der Bergmann die vertikale Auffahrung, in der er das Erz bunkert, das auf einer tiefer liegenden Sohle in die Förderwagen die Hunte verladen und zum Füllort transportiert werden muss. Bei der Nachbarbrigade geht es schmaler zu. Das Profil ist nur etwas über 2 Meter breit. Deshalb ist ein anderer, ein elektrogetriebener Schaufelfahrlader, ein ULE3, eingesetzt. Den Lade- und Fördergeräten mit Elektroantrieb gehört übrigens die Zukunft in den Gruben der Wismut. Obgleich von Jahr zu Jahr die Arbeitsschwere zurückgedrängt wurde, das Ausbauen in Holz oder gar Stahl ist keine leichte Arbeit. Doch der Ausbau dient der Sicherheit. Und die Lehrlinge wissen recht gut, dass sie mit besonderer Sorgfalt arbeiten müssen. Wenn wir sagen mal, wo wir nochmal denn überhaupt die Seitenspalten rein, ja? Ja, da wird doch der Ballstabilisator, wenn er schießen nicht nach hinten drückt wird. Jawohl, dann wird er vom Bergdruck noch ein bisschen. Seitendruck, Fußdruck.
Vermittels solcher flexiblen Plastlutten wird Frischluft, werden frische Wetter herangeführt, wichtig für die Erhaltung der Gesundheit. Überhaupt wird eine Menge getan, damit die Bergleute gesund bleiben. Regelmäßig, keiner kann sich davor drücken, werden die Kumpel gründlich untersucht. Jeder Betrieb verfügt über ein eigenes Ambulatorium. Der Weg zum Arzt ist also nicht weit. Warmbad Wolkenstein ist den Bergleuten der Wismut ebenso ein Begriff wie Bad Elster und Bad Sulzach. Drei moderne Sanatorien, vor allem für vorbeugende Kuren. Die sind wohl verdient, denn wer einen Teil des Arbeitstages auf das Sonnenlicht verzichten muss, der soll auch ein paar Wochen lang sein Wohlbefinden pflegen und sich fit machen lassen. Wissenschaft und Technik verändern das Berufsbild des Wismut Bergmannes mehr und mehr. Auch hier wird Ausbau eingebracht. Aber anstelle von Holz- oder Stahlausbau wird das Gebirge gewissermaßen genagelt, geankert, heißt es fachmännisch, leicht und sicher. Dort, wo Erzkörper größerer Dimensionen abzubauen sind, werden andere Verfahren angewandt und andere Maschinen eingesetzt. Sie zu bedienen, dazu gehört eine vielseitige bergmännisch-technische Ausbildung. Die Arbeitsbedingungen sind hier anders beschaffen als bei den Brigaden, die wir bisher kennenlernten. Alles ist großräumiger, größer, leistungsfähiger angelegt. Zu unserer heutigen Projektberatung haben wir uns zusammengefunden, um über die Fortführung der Abbauarbeiten. Bergleute sind zu einer Projektberatung zusammengekommen, Bergleute, die in verantwortlichen Funktionen arbeiten. Nach ihrer bergmännischen Lehre nahmen sie ein Studium auf, wurden Ingenieure und Diplom-Ingenieure. Der Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln, gibt es viele. Man muss sie nur festen Willens nutzen. Im Verlauf unserer Projektberatung. Hier steht auch die Urlaubsplanung zur Diskussion. Bergleute haben Anspruch auf 36 Urlaubstage über 7 Wochen. Zwei haben wir nach Zinnowitz, einer in Thüringer Wald in Urlaub und der Plan musste trotzdem kommen. Wir haben natürlich immer von dem Standpunkt aus herangegangen, dass gerade in den Schulferien die Leute berücksichtigt haben, die schulpflichtige Kinder haben. Die begehrtesten Urlaubsplätze, vom Feriendienst der Gewerkschaften vergeben, sind jene in Zinnowitz auf Usedom, vor allem im Sommer vorrangig für die Kumpel und ihre Familien bestimmt, aber auch schon für die Lehrlinge. Das FDGB-Erholungsheim Roter Oktober. Ein attraktives Heim mit allerlei Annehmlichkeiten. Es bietet für 2 Wochen immer 900 Urlaubern Platz. Neben dem Roten Oktober gibt es noch 16 andere Heime im Wismut-Ferienort Zinnowitz. Nicht nur an der Ostsee, auch in den Bergen und Wäldern Thüringens, des Erzgebirges und der Sächsischen Schweiz erholen sich die Wismut-Kumpel bei insgesamt 45.000 Bettenplätzen in jedem Jahr. Eine sichere Bank unserer Sozialpolitik. Sorge um den Bergmann. Die Schicht in der Grube ist zu Ende. Es geht zur Seilfahrt. Um der Wahrheit willen. Von diesem Augenblick an hat es jeder eilig, jeder geizt mit den Minuten. Acht Stunden Mühen der Arbeit in des Berges Tiefe liegen hinter den Männern, wenn sie sich in der Kauer vom Schweiß und Schmutz befreien.
Es ist Zahltag und man muss kein Geheimnis daraus machen, dass die Facharbeiter für Bergbautechnologie gut verdienen. 1.400 bis 1.600 Mark monatlich, einige sogar erheblich mehr. Aber das hängt von der eigenen und der kollektiven Leistung ab. Unmittelbar am Schacht, am Betrieb, liegt die Küche. Sie versorgt die Bergleute in allen drei Schichten rund um die Uhr. Im Speisesaal geht es nach der Schicht immer recht betriebsam zu. Viel Zeit bleibt nicht, um den Schichtzug zu erreichen, gewissermaßen ein Sonderzug für die Kumpel. Andere fahren mit Wismut eigenen Schichtbussen. Kurzum, jeder ist bemüht, schnell nach Hause zu kommen. Viele Bergleute wohnen in der Bezirksstadt Gera, in Lausanne beispielsweise, einem neuen Stadtteil, in dem einige tausend Bergarbeiterfamilien moderne Neubauwohnungen erhielten in den letzten Jahren. Andere sind im Stadtzentrum zu Hause, das auf reizvolle Art um- und neu gebaut wurde. Die Sorge um die Wohnbedingungen der Kumpel hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt in der Wismut und das bleibt so. Für die noch unverheirateten jungen Leute wurden Wohnheime gebaut, gut eingerichtete. An kultureller Abwechslung fehlt es nicht, dafür sorgen das Theater, das Haus der Kultur und andere Stätten der Bildung und Entspannung. Als Anlass eurer heutigen Arbeiterweihe und Übergabe der Facharbeiterzeugnisse möchte ich euch herzlich beglückwünschen und für euren weiteren Lebensweg, für eure Gesundheit alles Gute wünschen. Für eure Tätigkeit als Bergleute wünsche ich euch ein herzliches Glück auf. Von nun an kann jeder mit berechtigtem Stolz von sich sagen: Ich bin Bergmann.